Leute, ich bin Amanda und ich studiere Master Musikjournalismus hier an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Hinter mir seht ihr das beeindruckende Schloss Gottesaue, das zu unserer Hochschule gehört. Da gehen wir heute aber nicht rein, sondern wir schauen uns unser eigenes Gebäude an, nämlich das Institut für Musikjournalismus im MUT-Gebäude. Und ihr kommt mit, ich zeige euch nämlich unsere heiligen Räume. Schleuse, ein Blick auf die rote Lampe und wenn diese rote Lampe aus ist, wie zum Beispiel jetzt, dürfen wir rein ins Sendestudio. Hier produzieren wir Sendungen, Beiträge. Hier sind wir live on air auf der Karlsruher UKW-Frequenz 104.8 oder im Webradio. Schauen wir mal rein. Pop it, das Popmagazin. Auf dem Jungen Kulturkanal und ich bin Kati Schun. Heute ist einfach mega geiles Wetter, um genau zu sein, hat es 22 Grad, was Anfang Mai richtig cool ist. Und das heißt, es gibt richtig nice Sommermusik jetzt für dich hier bei der Pop-It-Sendung. Wir produzieren nicht nur fürs Radio, sondern auch für online. Das geht zum Beispiel hier im Greenscreen-Studio, vor allem wenn wir die Nachrichten vom Mond, Strand oder Dschungel aus moderieren wollen. Ansonsten finden hier Vorlesungen, Seminare, Meetings und Konferenzen statt. Und wenn mal jemand nicht vor Ort dabei sein kann, wird er eben online zugeschaltet. Wir haben zwei Produktionsräume und einer davon ist dieser hier. Hier verbringen wir viel Zeit, wir schneiden Filme, wir produzieren Beiträge, wir planen unsere Sendungen oder wir tauschen uns einfach mal aus. Gelabert wird auch auf unseren orangenen Sofas oder hier bei uns in der Teeküche. Wenn ihr neugierig geworden seid und mehr von unserem Institut sehen und wissen wollt, dann kommt uns doch gerne hier am Schloss Gottesaue besuchen.